So, ich möchte nun zeigen, wie ich in Avogadro Bindungswinkel messen kann. Das verwendet man zum Beispiel bei der Messung der Winkel von verschiedenen Wasserstoffverbindungen, wie zum Beispiel die in der zweiten Periode von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor. Man vergleicht dann meistens die Bindungswinkel und stellt eben fest, dass die freien Bindungselektronenpaare eben einen größeren Platzbedarf haben. Und damit man das hier mal messen kann, zeichne ich jetzt mal diese vier Verbindungen. So, leider habe ich irgendwie Probleme zurzeit mit der Grafikkarte. Dann vom Stickstoff. So, ich zeichne das hier jetzt recht weit auseinander und ich zeichne es in einer Reihe. Das werde ich gleich noch genauer erklären, warum ich das mache. Noch vom Sauerstoff. Und Fluorwasserstoff HF. So, dadurch, dass die jetzt alle in einer Reihe sind, kann ich sie relativ gut drehen und sie sind dann immer alle in einer Reihe zu sehen, mehr oder weniger. So, das mit der Grafikkarte, das ist ärgerlich. So. Okay, jetzt sind sie zumindest mal alle drauf. So, zum Messen der Winkel verwende ich hier dieses Werkzeug. Man findet hier eine Anleitung, wenn man die Maus einige Zeit über dem Werkzeugbild lässt. Damit ich es aber richtig messen kann, muss ich erstmal das optimieren lassen. Dazu starte ich das Ganze hier. Ja, also ich habe das hier in einer Reihe gezeichnet, damit ich beim Drehen das schön immer in einer Reihe habe. Und was wichtig ist für den Abstand, hier beim Optimieren wäre es nämlich so, wenn ich die Moleküle zu nah beieinander habe, dann würden sich die Moleküle, die ein Dipol besitzen, untereinander ausrichten. Und das kann durchaus auch zu einer Deformation des Moleküls führen. Und das soll es ja nicht sein. So, jetzt vergrößere ich jeweils einzelne, damit ich da genauer dran messen kann. Das Messwerkzeug kann ich ja per Mouseover hier erfahren, wie das funktioniert. So, nochmal. Also, erstes. Dann machen wir hier vorne mal den Wasserstoff und das dritte. So, und da ist ein Winkel von 109,5. Per Rechtsklick wird die Messung gelöscht und nochmal beim Ammoniak. So, hier habe ich jetzt 107,9, das heißt, der Winkel ist im Vergleich zum CH4, zum Methan, also verringert. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Es kommt nämlich auf das Kraftfeld drauf an, was da angezeigt wird. Bei GAF habe ich 107,1, bei UF 107,9, bei den anderen allerdings 109,5, also den normalen Tetraederwinkel. Das heißt, man muss also aufpassen, was man hier verwendet. Gucken wir mal, ob GAF auch bei den anderen funktioniert. Beim Wasser muss es ja ein Winkel von 104,4 oder 104,5 sein. So, 1, 2. Ah, ich muss erst löschen, Rechtsklick und dann nochmal. 1, 2 und 3. Ja, hier stimmt der Winkel jetzt nicht. Woher kommt das? Also ich vermute mal, das liegt daran, dass das HF zu nah ist und
würde das deshalb da ein bisschen entfernen. Na, Moment. Zum Beispiel so. Da verändert sich der Winkel und ich glaube, bei GAF ist der Winkel auch nicht so optimal. Ja, also man muss wohl hier dieses UFF verwenden, UFF. Auch wenn dann der Winkel beim Ammoniak nicht so ganz stimmt. Aber hier habe ich den richtigen Winkel bei dem Wassermolekül. Ja, und gut, beim Fluorwasserstoff kann ich ja nichts messen, weil ich nur zwei Atome habe. Bei den anderen geht das aber. Also wichtig, beim Optimieren darauf achten, welches Kraftfeld man hat. Am zuverlässigsten ist UFF. Wir probieren gerade mal noch, ob GAF richtig funktioniert, wenn ich das lösche. Ja, irgendwie ist das also dafür nicht so ganz verwendbar. Ja, aber es wird größer, also das passt sich langsam an. Man sieht, dass also da die anderen Moleküle rundherum, wie zum Beispiel das HF, also eine Auswirkung darauf hatte. Also das muss man bedenken. So, also am besten immer vorher ausprobieren. GAF funktioniert hier leider also auch nicht. Übrigens werden hier natürlich auch Bindungswinkel angezeigt. In der Mittelstufe, wenn man sich um dieses Thema Pseudostrukturen kümmert, braucht man das natürlich nicht. Aber ich finde, mit der Wahl des richtigen Kraftfeldes kriege ich zumindest ein Anzeichen und Andeutung, dass es also da immer Unterschiede gibt.